ich weiß es nicht, worum es geht. Wenn irgendein blöd Mann glaubt, dass man einen vorschreiben kann, wo er hingehen soll, na dann ist er zu spät geboren, sollte zu Hitlerzeit leben. Aber jetzt ist das nicht mehr möglich. Und das wird dazu führen, was schon angefangen hat, das wird Österreich abgegrenzt von den restlichen Nationen. Weil sowas gibt es ja nirgendwo. Also überall gibt es, ah du blöde Pole, du blöde Schwarze. Aber nicht so massive, würde ich sagen, Ausgrenzung und überhaupt Abstoßung, das gibt's nicht. Eben mit dem Ostblock. Was für Ostblock-Mensch bin ich? Das ist ja blöd. Das ist einfach blöd. Das ist blöd. Kronenzeitung. Alle Polen sind rot, alle Chinesen sind gleich und alle Österreicher sind die Besten auf der Welt. Und das sowas, das führt ja zur Ausgrenzung. Und zwar von diesen Menschen, die sowas glauben. Und das vielleicht fühlt man nicht so sehr in Studentenkreisen, weil dort ist es ja noch nicht so stark ausgeprägt. Aber in so, sag mal, Arbeiterkreisen, das ist ja schrecklich, was die im Kopf haben für ein Salat. Und das ist eine Nation. Und das sind aber Mehrheit, das ist Mehrheit der Wähler. Die bestimmen Politik, nicht die Studenten. Die sind 4% oder wie viele in Österreich? Oder 4,5%. Ja myślałam, że po prostu to jest wygodniej być ze swoimi i po prostu nie trzeba się tak męczyć z językiem, po prostu ja widzę, jak siedzą ze sobą Polacy i po prostu mogą normalnie ze sobą rozmawiać, no, nie? Ja, i po prostu ja myślałam, że po prostu to jest Bequemlichkeit, nie? Też, nie? Nie, że czują, nie, że czują się ausgegrenzt, tylko po prostu nie chcą się męczyć, nie chcą szukać słów, nie? Es ist ja je nachdem vielleicht nicht alle gleich, also manche wollen nicht. Wollen auch nicht, gibt es auch nicht. Wir wollen nicht. I dlatego mówię, że to, myślę, że to jest jednak Teufelskreis. Ja nichts Fremdes in den Mund nehmen, keine Knödel, um Gottes Willen, kein Leber, Käse, sowas gibt's. Mi się właśnie wydawało, że bardzo są dumni Polacy ze swojej kultury i po prostu, tak mi wydawało się, jak siedziałam czasami, że po prostu... Nacjonalizm. No właśnie, właśnie to mnie interesuje, że jednak jest bardzo dużo nacjonalizmu. Ja, das ist Także nie chodzi tylko o to, że Austriacy, no, Polaków... traktują gorzej jako idiotów, prawda? Tylko mi się zawsze wydaje, że Polacy się trochę śmieją z Austriaków. Nie jest tak? No bo przecież nie mogą powiedzieć, że on jest lepszy ode mnie. Mm-hmm. Tylko muszą mówić, że no tak, ale to, ale tamto, ale co za Leberkäsebrat, co was gesehen, das ist ja nicht zu fassen. Meine Oma hat es nie gemacht. Und das Sagen ist ja lieber zweitrangig, also das Wichtigste ist das tun oder machen. Und Diskriminierung liegt im Tun. In dem, dass man sagt, du kommst jetzt, na, ich bin Maschinenbauingenieur, Apolle bist du, da. Mhm. Und es gibt viele Leute, die gehen mit Kerzen für Ausländer und für Flüchtlinge und dann am nächsten Tag, am Freitag, gehen dem an den Kragen. Und zwar wirklich auch mit Lächeln. Wie geht es dir? Und dann gehen zum Chef und berichten absolut unwahre Sachen aus. Naja, aber das ist ja immer so, wenn ich irgendwas sage und dann sagt der andere, dann hat er immer recht. Ich bin immer im Unrecht, ich lüge, ich erzähle alles, Märchen, alles nicht wahr. Was ich früher gemacht habe, was ich kann, das ist alles nicht wahr. Das darf man nicht auch, sagen wir mal, prüfen, nicht einmal prüfen. Dazu kommt es nicht. A zresztą, ja nie wiem, ja też na przykład nie wymagam, mam w pracy takich ludzi, którzy bardzo ze mną, bym powiedział, parę takich przyjaznych słów zamienią, ale między szafkami w przebieralni, ale już w stołówce nie. W stołówce on mnie nie bardzo zna, bo w Austrii jest ważniejsze jest, co myśli. Der steckt unter eine Decke mit dem Ausländer, der will womöglich Grenzen weit aufmachen für alles Gesinde der Welt, alle Leute reinholen nach Österreich, solche Blödsinn und so fort. Gesagt. Aber es geht bis ins Berufliche hinein. Wo es ja, das, schließlich die Technik, das sind Formeln. Da kann man nicht sagen, 2 mal 2, das gibt es vielleicht Abstimmung, wie viel das ist. Aber wenn ich 4 sage als Erste, dann muss man sich zurückhalten. Dem kann man nicht Recht geben, weil dann würde das bedeuten, dass man einem Ausländer Recht gibt. Und das darf nicht sein. Mhm. Gegenüber den Ausländern muss man abweisend, und das ist eine Tugend. Das ist eine Tugend.
Das ist ja Tradition. Das ist in dieser Nation ist eine Tradition. Von Hitlerzeiten und noch von früher. Hitler hat das auch nicht erfunden. Das war immer so. Irgendwelche Saisonarbeiter waren immer aus Polen und die wurden in irgendeinen Baracken und zur schweren Arbeit. Und die denken bis heute so. Die Leute, die selbst studierte Leute sind. Aber die denken sowas. Wenn ich sage Studium, in Polen, im Ostblock, Studium, ich würde das gerne vergleichen. Aber Punkt nach dem Punkt und nicht Ostblock. Das ist ja nicht das. Oder dass er irgendwas weiß, was ich nicht weiß, wenn ich in die Firma komme. Ich weiß nicht einmal, wo die Toilette ist. So blöd bin ich.